Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. SC Freiburg gegen Borussia Dortmund. Also ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Das ist ein Duell, das es in sich hat. Diese Partie verspricht viel. Wird ein tolles Spiel. Spielt den Ball direkt zurück. Den Zweikampf führt er sehr gut. Lukas Höhler. Pass kommt nicht an. Ball fliegt hoch rein. Hazard. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Dahoud. Nee, der ist zu weit. Ja, vielversprechender Steilpass. Schöner hoher Ball. Wir sehen, was sie da vorhaben. Sie wollen in den Rücken der Abwehr, wollen diese schnellen Pässe spielen, wollen auch das Tempo vorne nutzen. Ja, aber in der Szene war zu viel Tempo drin. Der Vorstoß kam zu früh und klar, das war Abseits. Roland Salay. Da ist der Ball weg. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Gut gesehen, Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Und nun ein Schuss. Ja, ganz sicher, Ball ist raus. Hazard. Modest. Dahoud. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Ball wird abgefangen. Thorgan Hazard. Guerrero. Da geht er vorbei. Guerrero. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Es bleibt hier beim Spielstand. Höfler. Da ist die Balleroberung. Meunier. Brandt ist das jetzt. Über Reus könnte was gehen. Hazard. Da können sie klären. Meunier. Das ist Brandt. Thorgan Hazard. Da ist der Schuss. Erstmal abgeblockt. Roland Salay. Er ist frei in der Mitte. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor.
Wir schauen uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann dieser herrliche Volley. Wenn er den so nimmt, dann hat der Keeper keine Chance. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Jetzt Meunier. Beim Ballbesitz hat Borussia Dortmund im bisherigen Spielverlauf eindeutige Vorteile. Aber irgendwie münzen sie diese Überlegenheit nicht in Torchancen um. Es droht die Niederlage. Jetzt ist die Kugel weg. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Marco Reus am Ball. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Ja, das ist ein guter Pass. Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Dahoud. Brandt. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Kübler. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Brandt. Meunier. Modest. Am Ball ist Meunier. Reus jetzt am Ball. Was macht er draus? Schön dazwischen gegangen. Günther. Sie gehen dazwischen. Meunier. Da ist Süle. Guerrero. Klasse Aktion da. Ja, da war noch einer dran. Gibt Ecke. Wenn sie noch mal ins Spiel kommen wollen, müssen sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Die Ecke kommt. Oh, kein Tor. Was für ein Kopfball. Er hätte ein Tor verdient gehabt, aber wir sehen es, der Ball geht am Ende knapp daneben. Der Pass kommt nicht an, war nicht präzise genug. Wird Einwurf geben.
Die Gastgeber tun sich beim Ballbesitz schwer, aber bei den Toren sind sie eben vorne und nur das zählt. Ballbesitz ist nicht alles, Tore sind wichtiger. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Günther. Eggestein. Da ist der Ball weg. Hazard. Marco Reus. Guerrero. Das ist Thorgan Hazard. Emre Can. Marco Reus. Hazard. Flanke kommt nicht durch. Ball kommt nicht durch, Abwehr ist da. Er kann abwehren. Volley genommen. Geblockt, aber weiter Gefahr. Glanzparade. Tolle Aktion, was für ein Wahnsinnsreflex. Tja, Fassungslosigkeit, wo man hinschaut. Eine bessere Chance kann ich mir kaum vorstellen. Griffo. Ja, mit viel Übersicht. Was sie da vorhaben, ist klar. Schnelle Vorstöße, Lücken schaffen, hinter die Abwehr kommen, aber Fahne ist oben, abseits. Nee, hier hat's nicht geklappt. Es ist riskant, so zu spielen. Da hat die Abstimmung nicht gepasst. Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt, vielleicht läuft es dann ja besser. Eggestein geht dazwischen. Kübler. Sehr gut aufgepasst. Süle. Guter Pass. Nichts zu übersehen. Borussia Dortmund drückt noch mal auf den späten Ausgleichstreffer. Und dann der Ballverlust. Die Gefahr damit bereinigt. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Philipp Lienhardt. Schöner Spielaufbau jetzt. Tolles Passspiel heute bei Ihnen. Sehr flüssiger Spielaufbau. Das sieht schon gut aus. Flanke abgeblockt. Günther. Flanke kommt in die Mitte. Das macht er ganz sicher. Hat den Ball, der ihn vor keine echten Probleme stellt. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi. Auf jeden Fall ist es kurz eingehakt. Jetzt wird es vielleicht gefährlich. Ganz frei, aber das war stark gemacht. Boah, der war wichtig. Das wäre das Tor gewesen. Eine Riesenparade. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Ecke kommt ins Zentrum. Erstmal geklärt. So langsam wird es gefährlich. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Emre Can. Marco Reus. Sie schalten nochmal auf Angriff. Sie wollen den Ausgleich unbedingt. Hoher Steilpass jetzt. Sieht gut aus. Das ist der Schlusspfiff und damit steht es nun fest. Die Gastgeber dürfen sich heute über diesen Sieg in der Liga freuen. Am Ende wird es hier also dieser knappe Sieg in der Liga. Da freuen sie sich.
dass sie das über die Runden gerettet haben. Sie waren die etwas bessere Mannschaft. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi.